Viele fragen mich, wie wirkt sich die Alterssichtigkeit nach Augenlasern? Also wenn wir einen jungen Patienten behandeln, der zum Beispiel -3 oder -5 Dioptrien hat, dann sieht der junge Mensch sehr gut, sowohl in der Nähe wie auch in der Ferne. Wenn die Alterssichtigkeit eintritt und diese beginnt zwischen 40. und 45. Lebensjahr, dann bleibt die Ferne stabil und die Nähe nimmt dann ab. Und dann würde man eine Lesebrille langsam anwenden. Es gibt auch eine Möglichkeit, um das Gehirn auszutricksen, und da können wir eine asymmetrische Korrektur der Augen durchführen. Das heißt, ein Auge wird für die Ferne korrigiert, das andere Auge für die Nähe. Die beiden Bilder fusionieren und dadurch ergibt sich ein relativ gutes Bild in der Nähe und in der Ferne. Und dadurch spart man sich auch über eine längere Zeit die Lesebrille. Jetzt ist es so, ein Teil der Patienten verträgt dieses Prinzip und die andere Gruppe verträgt dieses Prinzip überhaupt nicht. Und das müssen wir mit Ihnen, mit den Patienten rausfinden, indem wir das mit den Kontaktlinsen austesten. Und die endgültige Antwort geben Sie, gibt der Patient, und ich bin der Ausführer zum Schluss, der die entsprechende und die optimale Behandlung planen und anwenden kann.